Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire. Ja, ich hab's definitiv nicht geschafft, mich mit der netten Dame auseinanderzusetzen. Ich bin einfach, glaube ich, viel zu schwach für den Kampf, weil geht mal gar nicht. Deswegen bleibt mir wahrscheinlich nur die Möglichkeit, mich hier mit einigen Sachen auseinanderzusetzen. War da hinten was? Nein. Um zu leveln. Das heißt, ich muss jetzt Erfahrungspunkte sammeln, um nach und nach hier auf eine höhere Stufe zu kommen. Warum habe ich da eine Marke gesetzt? Keine Ahnung. Um nach und nach auf einen gewissen grünen Zweig zu bekommen. Und das wird ein Weilchen dauern, wenn man sich dann mal die Erfahrungspunkte-Ausbeute anguckt, die man hier so erhält für bestimmte Sachen. Das heißt, ich werde mich dann auch sukzessive, ich weiß nicht, ob es dann spannend ist, vielleicht lasse ich das auch weg, um die kleinen Missionen hier kümmern, die ich noch habe. Hier haben wir noch eine Sache, die wir finden müssen. Irgendwo, warte mal, das ist doch schon fertig, ne? Sie müssen wir noch, nach Whitechapel müssen wir auf alle Fälle noch. Bringen die Notizen, 3 von 4, wie viele Notizen haben wir? Haben wir nicht schon alle? Ich glaube ja. Wir sollten nach Whitechapel gehen. Ach Gott, ist ja alles voll. Okay, der ist aber Stufe 19. Das heißt... Genau. Mal gucken, was es an Erfahrungspunkte bringt. Nix. Die haben nichts an Erfahrungspunkte gebracht. Mal gucken, was der 22er hier bringt. So, mein Freund. Aus dem Kampf haben wir ja erfahren, der ist aber ein bisschen kräftiger unterwegs, aus dem Kampf mit der Doris Fletcher haben wir erfahren, wo wir vielleicht 5 Erfahrungspunkte. Oh, du Kacke. Ich muss unbedingt Missionen machen. haben wir ja gelernt, was wir, auf was wir Wert legen müssten. Und ich hoffe mal, dass das funktioniert. So, den schnappen wir uns, glaube ich. Das heißt, die nächsten Folgen werden mit Sicherheit sich darum... Ich mache vielleicht dann mal einen Cut, weil diese Kleinigkeiten muss ich ja hier nicht durchführen für euch. Glaube ich zumindest. Weil das, glaube ich, nicht so... Das bringt nicht so viele Pluspunkte, denke ich mal. Und vielleicht muss ich mich dann auch in Gefilde... Und komm. 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 Aua. Ey. Was? Da wollte er gerade seinen Zepter zum Glühen bringen. Aber guck mal, es hat 10 Erfahrungspunkte bloß gebracht. Oh, das wird eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wo muss ich eigentlich hin? Ich laufe da schon wieder verkehrt. Da ist ein Weg. Ah nee, das ist der Weg, den wir haben wollen. Okay. Ach ja. Und natürlich Sachen sammeln und upgraden. Ganz wichtig. Ah, guck mal, da ist eine Bestie. Mit glühenden Augen. 24. Oh, hat mich schon gesehen. Und Dankeschön. Vielleicht sollte ich auch den Biss besser machen. Aber das werden wir dann sehen. So, hier haben wir noch was. Oh, wie kommst du denn hierher? Und warum fällt dir die Bestie nicht auf? Was? Ey. So. Ja, jedenfalls kann es lange dauern. Mal gucken, was ich mache. aber wir müssen eh in die Richtung.
Gut. Whitechapel, bedenklich. Ist das wirklich hier so bedenklich, das Gebiet? Ach, das ist hier hinten. Ah, ja, stimmt. Das war bedenklich, das stimmt. Nö, das ist nur so. Einmal. So, zweimal. Ah, wir bekommen... Also, nee, wollte ich nicht. Wir bekommen aber gut Dinge. Hier ist aber eine Bestie. Hi. Danke. So. Naja, die sind keine Bedrohung, für die werden wir nicht mal mehr Erfahrungspunkte kriegen. Na. Oh. So. Keine Erfahrungspunkte. Okay, also Erfahrungspunkte gibt es doch 15 haben wir gekriegt. Gut, dann weiß ich, was mir auf alle Fälle blüht. Ich werde dann zwischen den Folgen versuchen, Erfahrungspunkte zu sammeln. Das wird sehr unspektakulär, deswegen hier die Folge schon mal, damit man sich darauf einstellen kann, was zwischen den Folgen alles so passieren wird. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Und dass man, ja... jetzt treiben die sich auch hier schon rum. Warte mal, pscht. Mal sehen, was wir für den kriegen. Oh, er steht auf. Oh. Okay, super. Oh, fein. Auf alle Fälle, wir haben einen guten Abzug. Das heißt, wir könnten hier wunderbar ein Upgrade machen. Warte mal, wo ist denn hier ein Unterschlupf? Ach, da, wo wir hinwollen, ist ein Unterschlupf. Das ist gut. Links, rechts. Mal gucken. Da ist keiner. Na? Step away, sir. Danke. Super. Gut, also gleichlevelige oder ähnlich levelige, die sind unproblematisch. Ah, hier, warte mal. Die sind für uns unproblematisch. Warte mal, wir geben erstmal das Dings ab. Da gibt es vielleicht ein bisschen Erfahrungspunkte für. Ich glaube, dazu mussten wir hier rein, ne? Oder? Ich glaube ja. Hier. Good evening, Mr. Swanborough. Is it you, Dr. Reed? Please come in. Wandering in this part of town at night, you're either brave or a fool. What can I do for you, Doctor? Yeah. Here is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients? Dosages, dangers, and side effects. This is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please, find me more pages, Doctor. Oh, fehlt immer noch. Oh Gott. Okay. Ja, haben wir nichts weiter. Du warst krank, ne? Nee, du warst nicht krank. Goodbye, Mr. Swanborough. Okay, also wir sind immer noch nicht fertig. Tja, gut. Was? Huch. Wie kommst du denn auf einmal her? Huch. Oh! Was? Ach, der hat einen Schatten. Boah. Teil eines guten Abzugs.
Der hatte einen Schatten. Das Schlimme ist, ich konzentriere mich teilweise nur auf die eine Fähigkeit, die wir haben hier, ne? Also sprich den Clown-Angriff und vergesse aber, dass wir auch noch sowas hier haben, der zum Glück gerade nicht kostet. Und oh, der kostet aber, okay. Achso, die 2 kostet gar nichts. Wenn die nichts kostet. Das war nämlich das Blut gefrieren lassen. So, dann schauen wir mal. Uiuiui. So, was können wir denn erstmal auffüllen? Das Rezept unbekannt, aber ich hab's doch hier. Okay, dann nehmen wir das hier. Machen wir überall 2. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein Upgrade machen können. Ah, guck mal hier, wir haben Aluminiumteile. Wir müssen erstmal das hier. Welches ist denn unsere Stachelkeule? Die vorgehobene ist unsere, ne? Die ist auch Stufe 4. Das heißt, wir könnten hier noch den nötigen Zusatz... Oh ja, 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 ja. Aber dann... Doch, das geht noch. Geben wir Ausdauerverringerung, oder? Diese Schockpunkte ist, glaube ich, egal. Ausdauer. Sehr gut, einmal. Das hatten wir auf Maximum gebracht. Den Flock hatten wir auf... Nee, haben wir noch nicht. Wir haben den noch nicht aufgewertet. Das machen wir hiermit. Und die Waffe. Wir hatten, glaube ich, die Schrotflinte, ne? Die ist... Wir müssen mal schauen, wie wir das mit der Waffe hinbekommen. Die hat jetzt wie viel Schock? Nachladezeit, Magazin 2, Nachladezeit um 25%. Okay. Wie viel Munition habe ich denn bei? Gar nichts, ne? Zumindest nicht wissentlich. Details, ja. Haupthand, zweite Hand. Das heißt ja hier, warte mal, hier haben wir 41 Schocken und wenn wir hier die Schrotflinte, 2 von 6, okay. Das ist nur Schaden, ist kein Schock. Was wäre, wenn wir das mal benutzen? Ich meine, einfach mal 749 Schaden rausdrücken. Das wäre ja, was ist das hier für eine Keule? Warum hatten die bloß 396 Schaden? Hä? Ach so, weil wir sie auf 396 gebracht haben. Ja, ja, ich vergesse es. Ich vergesse. Alles okay, alles okay. Ach so, haben wir den hier? Moment. Oder? Bin ich jetzt richtig? 396, genau. Die war soweit fertig, hatte ich gesagt, ne? Ja, 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 ja. Okay. Dann wäre das doch eine Möglichkeit. Guck mal hier. Hier zusätzliche Schaden für den Kampf dann zu provozieren, wenn es denn gelänge. Was wollte ich denn noch? Was haben wir denn hier noch in der Gegend? Warte mal. Wir haben sie und sie. Oh Gott, wo war sie denn? In welcher Ecke? Sie war... Hä, das ist doch verkehrt. Nee, ist Whitechapel. Sie war doch... pass auf. Was da? Hier sind ja Leute. Super. Danke.
Ist noch jemand? Eigentlich. Oh, das wollte ich nicht. This is despicable. Sehr gut. Das ist der Friedhof, ne? Warte mal. Aber sie ist doch nicht hier hinten. Sie ist doch auch jetzt in Whitechapel gelandet, ne? Was ist denn eigentlich die Gebiete da? Würde mich mal interessieren. Da komme ich ja her eigentlich. Warte mal, und jetzt hier rechts rum. Das ist der Innenhof, ne? Ja. Ah, da scheint... Was ist das? Ach so. Aber... Guck mal, da scheint doch hier oben noch was zu sein. Aber was? Also laut Karte scheint hier noch was zu sein. Vielleicht kommt hier hinten nachher irgendwas. So. Was ist das? Da ist auch irgendwas. Das ist linker Hand. Ach, das ist der Weg. Ne, wir laufen schon richtig. Hier müssten auch gleich welche sein. Da, siehst du. Ich wusste doch, auf die Leute das Verlass. Zwei Schatten-Ekon. Ah, super. Okay, die Waffe, die haut jetzt schon mal richtig schön rein. So, da haben wir noch ein paar Upgrades. Auch gut. So. Wir müssen rechts lang. Okay, damit sind wir dann in Whitechapel und sind dann relativ clean. Das heißt, wir suchen jetzt, den haben wir später mal gefunden, wir suchen jetzt noch ach Gott, ach, sag schon, ich komme gerade nicht auf den Namen. Wir suchen jetzt noch die Schwester von dem Blinden, dem wir vorhin die Sachen gebracht haben. Die war, glaube ich, hier hinten irgendwo. Ich weiß es nicht mehr so genau. So, sie ist gesund, okay. So, er macht immer noch seine Predigt. Was war hier hinten? Ach so, hier kann man wahrscheinlich noch ein Detail erkennen, wa? Hier drüben? Nee, man kann hier noch... Ah, haben wir das schon? Ja, haben wir schon. Okay. So, weiter geht's. Ach, da ist auch gleich in der Nähe... Ah, das hat natürlich einen Vorteil. Du bist gesund. Da ist sie. Sie ist erkältet. Die müssen wir noch ein bisschen... Good evening, my dear colleague. So, das. Okay, das hatten wir schon. Well, so, irgendwas Neues? Nö. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Okay, ist alles Blödsinn. Ja, dann würde ich nämlich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wann auch immer das sein wird. Weil ich das irgendwie noch nicht explizit sagen kann. Wir sehen uns, kommen wir hier direkt hoch? Nee, wir können, doch, kommen wir. Warum können wir dann hier hin? Gibt es hier noch was zu erspähen? Ich glaube ja, guck mal, hier ist ein gesperrter Hinweis. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mit mehr Erfahrungspunkte und höher gelevelt. Ich werde mich jetzt hier so durchschlagen. Und dann hoffentlich können wir uns dann dem Zwischengegner, der Doris Fletcher, widmen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Huch. So, euer Firefox.